Willkommen zurück bei Gothic 3, wo unser Charakter erstmal niest. Das muss ja auch mal sein. Wahrscheinlich sind hier Pollen in der Luft. Wir sind ja auch mitten in der Nature. Haben gerade den Typen hier erledigt. Der wollte nicht weggehen, also haben wir ja kurzerhand gesagt, Pech gehabt. Ich guck noch mal kurz, ob ich irgendwas brutzeln kann. Einfach, rohe Fleischschwanze möchte ich jetzt nicht unbedingt brutzeln, das ist nicht so meins. Und im Hintergrund relativ schöne Musik, das freut mich doch. Ich muss dann mal schauen. Hat man hier eigentlich sowas wie eine Questkarte schon gehabt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, irgendwo waren ja die Rebellen. Die waren irgendwo und da haben wir einen Tempel Belias oder einen Schrein Belias. Den haben wir aber, glaube ich, schon entdeckt. Und den möchte ich auch ehrlich gesagt nicht unbedingt anbeten. Nee, lieber nicht. Lieber nicht. Da ruckelt es manchmal doch irgendwie, seltsamerweise. Wahrscheinlich, weil sich hinten die Szenerie aufbaut und ich hier unbedingt den Quatter die Plus aufnehmen will. Das kann natürlich sein. Das ist durchaus möglich. Aber ich hoffe, das entschuldigt ihr mir, dass das dann ab und zu mal so einen kleinen Hänger hat. Ansonsten ist es ja relativ flüssig. Also so flüssig, wie damalige Spiele gelaufen sind. Wir waren ja immer ein bisschen komisch. Und dann komme ich jetzt zu den Rebellen hier. Hey Otis. Euer Treffpunkt ist sauber. Du bist gut, Mann. Jetzt ist die Situation nicht mehr ganz so aussichtslos. Was ist jetzt mit eurem Kontaktmann in Montera? Wer es genau ist, weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass er uns ein Zeichen schicken wollte, wenn es soweit ist, loszuschlagen. Seitdem warten wir hier wie die Idioten. Verstehe. Ah, dann muss ich den Kontaktmann wohl ausfindig machen, würde ich jetzt mal ganz einfach vermuten. Und ich mach mal eben sicherheitshalber F5 schnell speichern. Ich hab's mir diesmal sogar gemerkt. Das ist gar nicht das Problem. So, da haben wir noch eine Schnapsbeere. Warum habe ich die denn übersehen? Und eine Heilwurzel? Wie kann ich das denn alles übersehen haben? Hier war ich aber nicht sehr gründlich. Da hinten ist auch noch was. Eine Waldbeere. Nein! Mein Erzfeind. Gleich zwei davon. Level up. Das ist sehr schön. Okay, einmal die Waffen wieder wegstecken und das ausräubern. Damit wir auch demnächst ein bisschen mehr Geld wieder haben. 26.000 haben wir gerade. Ich nehme mal eben einmal einen Heiltrank. Ich würde ja eigentlich noch gerne so eine Heilungsmagie lernen. Das fände ich gar nicht mal so schlecht. Oder wenigstens ein paar Heiltränke machen an der Alchemiestation. Dafür müsste ich mich aber, glaube ich, nach Redok teleportieren. Wäre halt, wie gesagt, nicht wirklich schlecht. Dann wären wir nämlich ein bisschen besser für die Kämpfe gewappnet, weil so langsam gehen mir die halt rein. Nein! Da! 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 Oh! Da! Na, spitze. Ah. Da habe ich heldenhaft die zwei Wildschweine beseitigt und dann sowas. Gut, dann meide ich den Weg jetzt erstmal. Ich weiß nicht mal, wo der hinführt. Vielleicht sollte ich mal auf der Karte nachschauen, wo der hinführt. Das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Dann hätte ich eine Idee. Das wäre nicht schlecht. Jetzt kann ich das Ganze nochmal ausrobbern. Gut, dazu habe ich jetzt keine Lust. Ich bin da manchmal... Nach Trilis führt das. Trilis. Interessant. Kenne ich nicht. Habe ich auch noch kein... Dingens zu. Hammerclan, Wolfsclan, Feuerclan, Kloster. Ich habe schon von den Clans gehört. Was genau es mit denen auf sich hat, werde ich hoffentlich noch lernen. Und nicht irgendwie in irgendwas reingeworfen werden, ohne dass ich dann hinterher Ahnung habe. Ich habe keine Bücher und Briefe, das ist ja schade. Aber ein Heiltrankrezept habe ich. Kochrezepte habe ich keine und Schmiedebaupläne kann ich im Breitschwert machen. Und ein Zweihänder. Na, das ist doch mal gut. Ich kann auch ein Breitschwert schmieden mit einem Schnaps und einem Wolfsfell. Das sollte ich dann vielleicht auch mal machen. Auf jeden Fall, ich teleportiere mich erstmal nach Redok. Was ist denn das? Wenzels Schwert. Klingenschaden 80 gesegnet. Ach du meine Güte. Yeah, das hat Stil. Haha. Das ist ein Einhänder, ne? Tatsache.
Boah, das hat Stil, das will ich Wenzel gar nicht zurückgeben. Da bin ich jetzt einfach mal eiskalt und gebe ihm das tatsächlich nicht zurück. Ja, so ist das halt. Ich hoffe auch, man hört die Klimaanlage im Hintergrund nicht zu laut. Ein bisschen hört man sie, aber nur, wenn man seine Kopfhörer relativ laut eingestellt hat. Da ich ja glücklicherweise ein dynamisches Mikro besitze. Und das passt gar nicht in das Rollenspiel-Feeling. Deswegen höre ich jetzt auf, darüber zu erzählen. Sondern gehe lieber nach hier. Da hinten ist auch noch eine Pflanze. Mann, da hat der Kräutertyp hier alles übersehen. Das ist ja unglaublich. Die Kiste habe ich, glaube ich, schon ausgeräubert. Nein, konnte ich wahrscheinlich noch nicht, weil die Schlösser zu schwer sind. Hallo ihr, ich habe ein cooleres Schwert als ihr, ne? Was sagt ihr jetzt, hm? Auch ein cooleres Schwert als du. Okay, nur leider halt nicht so eine coole Rüstung wie ihr, sondern noch mal eine leichte Rebellenrüstung. Aber das ist, denke ich, nicht so schlimm. Es wirkt echt die ganze Zeit, als hakt es, weil der Charakter so komisch läuft. Naja, mich stört's jetzt nicht so. Ich habe ja... Ich fokussiere ja nicht die ganze Zeit den Charakter, sondern ein bisschen andere Dinge. 80 Schwertschaden. Wie viel macht unsere andere Waffe? Unser Breitschwert macht 60. Gesegnet plus 10. Was heißt das? Was heißt gesegnet? Das würde ich gerne mal wissen. Auf jeden Fall weiß ich jetzt nur, dass ich hier gerne bei... lag da was auf dem Boden? Nee, das hat nur geglitzert. Hier, ich würde gerne an deinem Alchemietisch Heiltränke herstellen. 5 kann ich herstellen. Ich habe nicht mehr Fläschchen. Ich glaube, ich weiß, wo ich noch Fläschchen herbekomme. Da gehe ich mal lieber nicht dran. Hier war ich, glaube ich, schon. Uninteressant. Uninteressant, natürlich. So ein Mega-Wälzer, so ein richtiger Wälzer und dann nach 2 Sekunden uninteressant. Unser Charakter ist halt Nummer 5 lädt. Input, falls das einer von euch kennt, aber doch, ich bin mir sicher. Also was ich ja immer noch fragwürdig finde, es heißt ja, wer nachtritt, wird bestraft. Hier hat man aber scheinbar schon nachgetreten. Also, sieht jetzt nicht so normal aus. Hey Schmied, lass uns handeln. Zeig mir deine Ware. Nee, warte mal, erstmal F5. Einfach sicherheitshalber. Und dann... Zeig mir deine Ware. Ach, ich muss das ja gar nicht sagen. Rohstahl. Bitteschön, 6 von kaufen und dann Rubinklinge. Könnte ich mir auch machen, Langschwert könnte ich mir auch machen. Muss ich aber nicht. Der ist abgenutzt, Goldausgleich. So, schließen. Und dann, einmal bitteschön am Amboss mache ich mir ein Breitschwert, und zwar 7 Stück. 7-mal Breitschwert hergestellt und die verkaufe ich jetzt. Zeig mir deine Ware. So, einmal das. Das ist 70... Naja, so viel macht Wenzels Schwert dann gar nicht mehr an mehr Schaden. Ich frage mich, ob das plus 10 da hinzugerechnet wird. Ich glaube ja, das ist schon hinzugerechnet. Würde ich jetzt einfach mal vermuten. So. Ein Assassinenbogen, eine normale Armbrust und eine Söldnerarmbrust. Die Söldnerarmbrust kann weg. Okay, ich habe nicht so viel Gewinn gemacht, habe ich das Gefühl. Na Spitze, er hat nicht mal so viel Gold. Goldausgleich. Goldausgleich tauschen. Okay, ja, das war jetzt ein bisschen kontraproduktiv. Also nicht kontraproduktiv, aber nicht ganz das, was ich erwartet hatte. Ich dachte, wir würden ein bisschen mehr Gewinn machen. Hier hatten wir schon alles ausgeräubert bis aufs letzte Zähnchen. Dann muss ich mal eben mit Copper kann uns begleiten. Du handelst nicht mit mir. Wer handelt denn nochmal mit mir? Du handelst mit mir. Hey, Joey. Der Südausgang von Redok ist frei. Du meinst, dort sind keine Viecher mehr? Wahnsinn, Mann! Dann wird meine Wache hier am Südausgang viel entspannter. Danke! Das ist mir glatt einige Goldmünzen wert. Das kannten wir ja aber schon. Okay, dann habe ich halt jetzt den Level up. Zeig mir deine Ware. Ich möchte dann bitteschön einmal... Joey ist, glaube ich, ein Jäger.
Und ich hätte ganz gerne doch so ein Paladin-Schild. Ich frage mich mal eben, wie viel mein macht. Ach du meine Güte, der ist ja wesentlich besser. Wie ein umgedrehter Totenschädel, finde ich jetzt nicht so. Aber der ist ja wesentlich besser als der zerbrochene Holzschild und so. Holzschild, Holzschild. Ich finde die hier viel schöner, aber die sind leider nicht so gut. Ist das Problem. Nun gut, Ausdauer, ich verkaufe einmal bitteschön das Breitschwert. Nee, das Breitschwert verkaufe ich lieber nicht. Ich verkaufe lieber das Breitschwert, was wir in der Arena gewonnen haben. Dann noch das und dann noch, so, ich frage mich, wie man alles verkauft auf einmal. Wildschweinhauer und Wildschweinfellsäge habe ich. Gut, dann habe ich jetzt auch gleich wieder 29.000. Das ist auch mal gar nicht so schlecht. Dann könnte ich mir vielleicht bald die Rüstung kaufen, wenn ich wüsste, wie mein Ruf bei den Rebellen ist. Das kann ich, glaube ich, auf der Karte nachschauen. Oder irgendwo im, sind die Charakterstatistiken. Das ist die Magie der Herrschaft. Benötigtes altes Wissen 30, Mana kosten 60. Wie lernt man denn eigentlich Magie? Das würde mich mal interessieren. So, das sind unsere Baupläne. Und dann hier, Ruf bei den Rebellen, 12. Und uns fehlt noch 25%. Das ist toll, das ist ein Viertel, das sind 3. Woher bekomme ich jetzt noch 3 Punkte für die Rebellen? Damit ich mir wenigstens eine bessere Rüstung kaufen kann. Wahrscheinlich in den anderen Städten und so. Aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Welche Quests stehen denn noch aus? Einmal ins Logbuch bitte schauen. Phoenixalas, befreie Kapdun, die Banditenplage der Küstenregion. So, wo ist denn... Verhält sich... versteckt in irgendeiner Räuberhöhle hier an der Küste. Das ist schwierig zu finden. Lampenöl für Adea. Ich kann es mal nochmal mit den, ich habe die Goblins immer noch nicht erledigt. Du meinst, wenn ich mich mal ständig auf meinen Kram aufpassen muss, irgendwo in der Nähe. Montera. Gut, Weizen für Lagermeister. Weil ich in Montera noch ein paar Quests offen habe, teleportiere ich mich erstmal nach Montera. Gesundheit, mein Herr. Montera war das hier. Ist auch schon wieder ein bisschen länger her, aber das hatte ich noch in Erinnerung, weil ich die Folge letztens bearbeitet habe, die letzte. Halt! Wir sind immer noch auf der Suche nach dem Mörder. Ich wette, du bist dafür verantwortlich. Vergessen wir die Sache. Dieses Mal lasse ich dich noch davonkommen. Mach hier nicht noch mehr Ärger. Puh. Alter Feninski, gut, dass wir den bestechen konnten. In Kapdun war es das letzte Mal ja ein bisschen schlechter. Auf dem Bauernhof... Muss ich jetzt hier noch Mehlsäcke finden? Hört bitte auf zu quatschen. Am besten erledige ich das selbst. Ja, erledige es selbst, aber bitte ohne mir das Ohr voll zu quatschen. Das sind nur Blumen. Ich dachte, das wären vielleicht irgendwie... Das ist ein Feuer. Da sind noch mehr Rebellen. Eine Mana-Pflanze. Sehr schön übrigens. Hi ihr. Mason? Du gehörst nicht zufälligerweise zu den Söldnern, oder? Wie bitte? Wahrscheinlich nicht, sonst hättest du mich doch bestimmt schon getötet, oder? Wer bist du? Ich bin Mason. Ich bin Rebell. Ich habe mit meinen Leuten den Viehhof umzingelt. Wir warten nur noch auf das Zeichen, um loszuschlagen. Umzingelt? Wovon sprichst du? Wir Rebellen sind überall, musst du wissen. Auch wenn du uns nicht immer sehen kannst. Trotzdem beherrschen wir das ganze Tal hier. So, so. Wenn ihr das ganze Tal beherrscht, dann nehmt doch mal bitte die Stadt ein, damit ihr die armen Sklaven da drin befreit, anstatt hier euch den Kopf zuzusaufen oder was auch immer der da in der Hand hatte. Ich weiß es nicht.